wird hier das Thema AMM behandelt, das heißt Amorphous Metal Molding. Engel präsentiert hier ganz neue Technologie. Nicht kristalline Werkstoffe, ähnlich wie Glas, deswegen nennt man sie auch metallische Gläser. Und wir wollen jetzt einfach die metallischen Gläser im Spritzguss anbieten, wie das sonst im Kunststoff gemacht wird von Engel. Wir haben die Maschine mit Engel gemeinsam adaptiert, wir haben das Material angepasst, dass es eben spritzfähig wird. Ja, und haben jetzt ab sofort spritzgegossene amorphe Bauteile. Es gibt mehrere Legierungen, bestehend aus Zirkonium. Die sind besonders hochfest und härter wie Titan. Es gibt auch Alternativen mit Kupfer, die ähnliche Härten aufweisen, aber wo das Material dann entsprechend günstiger wird als Zirkonium und etwas andere Eigenschaften vorweist. Wir haben es jetzt geschafft, durch das Material und die neue Maschine in Kombination die Zykluszeit um 70% zu reduzieren. Mit gleichzeitig auch 50% weniger Energieverbrauch, was natürlich toll ist für die industriellen Anwendungen in Zukunft für diese Großserienfertigung. Hier verarbeiten wir mit 1100 Grad Temperatur, das Metall zu schmelzen. Der Vorteil ist, formgebende Teile wie im Kunststoff in einer Spritzgießform zu verarbeiten. Geschwindigkeit, Präzision und eine nahezu nacharbeitsfreie Produktionskette. Resonanz sehr positiv. Das ist eine Neuheit, die wir im Markt präsentieren. Und so reagiert auch das Publikum.